Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Und wie ihr seht, habe ich mir was Schönes gekauft und zwar fürs Motorrad einen Hubständer. Und ich dachte mir, wir packen den einfach mal gemeinsam aus und ich sage euch mal, warum ich mir den gekauft habe und keine anderen. Und gerade die Leute, die auch auf so einer Suche sind nach sowas, kann ich euch den nur empfehlen. Also ich hoffe mal, er ist gut, aber laut den Rezensionen oder laut den Tipps von den anderen haben die alle gesagt, das ist ein ganz geiles Teil. Ich muss auch gleich dazu sagen, der ist jetzt eher für wirklich nur zu Hause Schrauben und gerade für mich, der von den Enduro-Reifen dann vielleicht öfters mal auf Sumo wechselt oder der halt einfach jetzt gerade, wenn ich jetzt auch das Plastik-Kit verbauen möchte, ist es glaube ich eine ganz geile Sache, wenn ich da so einen festen habe, wo ich einfach ein bisschen hochpumpe. Und das Gute an dem ist, dass der an den Seiten solche Hebel hat. Ich zeige es euch mal auf dem Karton, da sieht man es ganz gut. Und zwar sind hier solche Halterungen dran und die sind dafür da, dass man sie an den Fußrasten von dem Motorrad befestigt und dann ist das Motorrad ganz stabil auf den Hubständer. Genau, ich baue das, ich zeige euch alles mal, was in der Verpackung drin ist und verschraubt es dann. Und im Anschluss können wir dann mal gucken, wie es draußen dann so funktioniert mit der Karre. So, was ist denn jetzt alles beim Paket dabei? Einmal haben wir den Hubständer, dann die vier Füße, die wir noch verschrauben müssen, dann die Halterung für die Fußrasten, dass man dann das Moped schön feste an den Bock draufspannt und zum Schluss noch der Hebel zum Hochpumpen oder zum Runterlassen vom Motorrad. Beim Verbauen an sich ist es eigentlich, glaube ich, selbsterklärend. Die Füße kommen einfach an den Wagenheber dran. Je nach Höhe, wie man es halt gerne möchte. Ich werde es wahrscheinlich so tief wie möglich ansetzen, weil ja gerade wenn man die Supermoto-Bereifung drauf hat, ist dann leichter halt einfach mit dem Drauflupfen vom Motorrad. So Leute, ich habe jetzt halt soweit auch die Haken verbaut, um das dann an den Fußrasten hinmachen zu können. Ich habe jetzt mal den Hubständer mal dran gebaut. Mir sind gleich zwei Sachen aufgefallen. Einmal dieser Haken, der hier dabei ist, der hätte meiner Meinung nach ein bisschen länger sein können. Das war so ein bisschen ein Negativpunkt. Und auf der anderen Seite hier, der Hebel, der ist ziemlich lose da dran gemacht. Der ist ja dafür da, dass man es aufdrehen kann, dass sich der Hubständer wieder senkt, langsam runtergeht. Aber der ist da leider echt schlecht dran verbaut. Also der löst sich die ganze Zeit. Meiner Meinung nach hätten sie das vielleicht ein bisschen besser verschrauben können. Das sind so die zwei Negativpunkte. Sonst macht es genau das, was ich mir gedacht habe. Es ist echt gut. Das Moped hebt da bombenfest. Wenn der ganz unten ist, der Hubständer, dann ist es so, dass man mit den Enduro-Bereifungen das Moped einfach so draufschieben kann. Bei der Supermoto-Bereifung wird es wahrscheinlich so sein, dass man das Moped drauflupfen muss. Aber das kenne ich schon von meiner EXT damals, von der 450er. Da musste ich das bei meinem alten Hubständer auch machen, weil die halt mit Sumo-Bereifung einfach ein bisschen zu tief unten ist. Würde ich den Hubständer empfehlen? Ich würde sagen, ja, kann man machen. Ich habe euch auch mal unten mal verlinkt. Genau, im nächsten Video wird es dann darum gehen, glaube ich, um das schöne Dekor. Auch wenn sie mir jetzt gerade echt gut gefällt, so also mit diesem Original-Plastik-Kit. Aber ich will es halt einfach alles mal in Schwarz haben. Da bin ich auf jeden Fall schon gehypt drauf. Und was auf jeden Fall auch gemacht werden muss, ist dieses Ranzheck. Also mit diesen Blinkern, das ist ja schon wirklich schon hässlich. Naja, und geputzt muss ja auch mal wieder werden. Naja, das mache ich mal in der nächsten Zeit. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Was ist denn euch?